Ein Ikerkuss. Hallöle. Hallöchen. Hallo? Wie funktioniert das nochmal mit dem Sprechen? Muss ich jetzt dauerhaft vorhalten oder? Nachdem, wie du es eingestellt hast. Welche Taste war jetzt nochmal zum Sprechen? Entweder Toggle, du musst unter Einstellung auf unter Voice Options Toggle Voice anschalten. Da Du musst bist nur ziemlich einmal V leise. drücken, dann ist es an, nochmal V drücken, dann ist es wieder aus. Oh, nice, es funktioniert. Sehr gut. Du bist aber ziemlich leise. Beep, beep, buddy, beep, boop, die bap, boop. Ich Onkel, verstehe ich drehe dich den schon, aber Level du ein bist bisschen sehr hoch. leise. Ja, hast du gerade schon gesagt. Okay. Was wollen wir machen? Du bist nämlich nicht leise. Ich bin ziemlich Das laut, musst du oder? also nicht wiederholen, was du sagst. Das ist genau, passt schon. Du bist ziemlich Gesprächslautstärke im klein. Endeffekt. Du bist wieder Ja, ziemlich das klein. ändere ich jetzt nicht so. Sieht interessant aus. Dann. Auch wenn ich das Portal ein bisschen in die Wand gesetzt habe, aber naja. Das Portal. Dann mal Na gucken, dann. was es wird. Rein mit uns. Aha. Do you close to Hui. each other, then it goes out, so that, like you have personal space. So you can't stand like too close. Aha. I see, I see. Da sind wir Schöne also. Map. Ja, I just idyllisch. hold down, hold down like. Ja. Gut. Hier gibt's ein Disclaimer. Difficult Klimp Map. Ja. Klimp Jetzt Map. brauche ich doch einen Avatar der Größe erstmal ausnahmsweise. Okay. Mal Du, da gucken. steht Difficult Klimp Map. Meinst du, dass das, Klettern. Ich bin etwas irritiert und habe keine Ahnung wie. Naja. Ich bin jetzt im, ich bin nicht im, ich bin nicht in VR, ich bin also, Vor ja, Desktop Climbing steht da auch noch. das könnte ein Problem Da ist werden. keine Ahnung. Desktop Climbing, das könnte ein bisschen, Gut. ich glaube, das ist nicht die perfekte Map für uns. Scheint so. Mal gucken, was es sonst so gibt. Aber schön, aber hübsch. Die Musik ist auch schön. Ja, bestimmt urheberrechtlich geschützt. Hey, das ganze Ding, dieses Spiel fällt auch unter Urheberrecht mit Content hier drinnen, also Scheiß auch wenn sich drauf. kein Schwein dran hält. Community Labs. MMD Dance World, das klingt doch interessant. Ja Ansonsten habe gut, ich. dadurch, dass der Großteil der Avatare in diesem Spiel sowieso aus MMD gemopst wird. Ansonsten Smart Karaoke habe ich hier noch. Rest and Sleep. Das weiß ich noch, da war ich mal drin. Karaoke-Maps funktionieren eh alle nie so. Bitte How is schön. he climb? Na dann. I'm not complaining though. This is really uncomfortable with this avatar. Let me change to another one. Okay. Wait, can you actually sit? Dieser Raum heißt Rest and Sleep. That's a thing? Ja. Oh, I'm still sitting way above it. Hi. Das heißt, da schließlich steht ja schließlich im Titel. Okay. Ja. Und was nun? Ich glaube, meine Maussensibilität ist jetzt ein bisschen zu heftig eingestellt. Wieso das? Weil wenn ich hier meine Maus einen Millimeter bewege, dann schwenkt mein Kopf einmal um 90 Grad herum. Es ist hier wirklich ein bisschen extrem gerade. Mir wird ein bisschen schwindelig. Oh Gott, daran soll es nicht hapern. Was ist los? Ich hab dich gerade Es gibt akustisch nicht verstanden. Sensitivity-Regler für die Maus, also. Daran Sensitivity-Regler für die Maus. Okay, jetzt bist du gerade abgebrochen. Nein.
Oh no, God. Wait, you can move while we're sitting in here? I didn't know you could do that with a model. A car. I didn't know that was a thing. That's so cool. I didn't know you could do that in VR, chat. What the fuck? Fucking living under a rock, mate. You can even, like, add your Spotify on your avatar's phone. Wo ist eigentlich der Prof hin? Das würde mich mal interessieren. Na, hat sich gekegelt. Jo. Das mich passiert seit dem letzten Update mal wieder öfter. Mich hat's gekickt. Ich war kurz weg. So, ja. Der Raum war eh hässlich. Ja, das Spiel schmierte seit dem letzten Update mal wieder ein bisschen häufiger ab. Jo. Ich weiß nicht warum, aber ist halt so. Rollercoaster, ja. Das ist doch auch was Schönes. Aha. Wie viel ist es? Freizeitpark. 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 In VR wird's lustig. Ich hab damit kein Problem. Das war das Erste, was ich gemacht habe, als ich die VR-Brille bekommen habe. Hab erstmal ausprobiert, wie reagiere ich überhaupt auf Motion Sickness. Hab mich in einen mit zehnfacher Geschwindigkeit laufenden Freefall Tower gesetzt und geguckt, was passiert. Nichts. Ich bin absolut komplett resistent gegen Motion Sickness. Ah, sehr gut. Ich bestimmt nicht. Aber zum Glück spiele ich das nicht in VR. Was haben wir denn hier? Drop Portal. Das ist jetzt, glaube ich, nur einer drin. Aber mal sehen. Hübsch. Freizeitpark. Oh. Oh, hier sind wir also. Das kommt mir bekannt vor. Das habe ich schon mal irgendwo gesehen. Aber gut. Ich habe einfach nur nach Rollercoaster gesucht. Renn nicht so weit weg. Ich höre dich nicht mehr. Ich höre dich noch, also hörst du mich auch noch. Nicht wirklich. Prof? Ich bin hier zur Hälfte draußen, ich bin zur Hälfte hier oben. Was? Ich bin zu blöd, um Treppen zu steigen. Naja, hübsch. Oh. Eine simple Prof. HDR für die Umgebung benutzt. Das ist doch das hier aus dem Gronkh und HWSQ-Video. Das ist doch hier. Genau. Nein, hier haben die nicht. Doch. Nein, sieht aber fast so aus. Ich kenne den Freizeitpark, in dem sie waren, und nein, das ist er nicht. Und er sieht doch nicht so aus. Sehr schade. Das ist halt eine Achterbahn in VR-Chat. Na dann. Gibt's mehrere. Da kommt's um die Ecke. Also, um keine Entscheidung treffen, wo du sitzen willst, ist nicht die Zeit. Okay. Ich bin, glaube ich, neben dir. Aber ich steck drin. Ja, bist du. Ich steck drin im Wagen. Ich bin hier, ja, ich kann mich selbst nicht sehen, aber Ui. Ich glaube, ich stecke ziemlich fest hier drin. Losfahren, losfahren. Ich sehe mich. Oh, es geht los. Es geht los. Hui. Bei mir fährt das Shading schon die ganze Zeit. Okay, der Scheiß ist nicht synchron. Okay. Ja. Ach du Scheiße, jetzt gibt's abwärts. Ah! Hui. Zum Glück habe ich nicht bisschen VR drauf. Aus dem Gleichgewicht bringt's mich, aber nur ein bisschen. Ach du Scheiße. Zum Glück habe ich nur die Fetten nicht so ganz getroffen, aber gut gemacht ist es trotzdem. Ach du Schande. Zum Glück habe ich hier nur die Desktop-Version. Mir wird jetzt schon schlecht. Ach du Scheiße, so empfindlich bist du? Das reicht mir schon. Ach du Schande. ja. Notiz an mich selbst, Notiz an Zukunftszwerge, niemals das in VR spielen. Niemals. Denk nicht dran. Vergiss es. Vergiss es. Ist keine gute Idee. Noch eine Runde. Nochmal. Naja, ist nicht ansatzweise so schlimm wie das richtige Achterbahnfahren, aber so ein bisschen schwindelig wird einem schon. Achterbahnfahren macht mehr Spaß. Ja. Nee, bin ich gar kein Fan davon. Ich bin ein Achterbahnfan. Absolut nicht. Kann ich gar nicht. Im Holiday Park bin ich damals, glaube ich, fünfmal hintereinander die GeForce gefahren, die kurzzeitig dann doch recht hohe G-Werte erreicht.
und danach habe ich erstmal in den Mülleimer gekotzt und wollte dann wieder fahren. Ich wollte gerade erzählen, ich war mal als kleines Kind in einer Achterbahn und hab damals, also ich war glaube ich 2, 3 Jahre alt. Meine Mutter hat mich da irgendwie in die Achterbahn gesteckt und das war nur so eine kleine Kinderachterbahn. Hey. Und ich hab tierisch angefangen zu heulen. Das war nichts für mich. Das ja, ist mein gut, Kindheits. Traumatisches Erlebnis direkt am Anfang, da kann man dann auch nicht mehr so viel machen. Nee, das ist. Und dann habe ich später nochmal irgendwann, also ich vor 2, 3 Jahren habe ich das nochmal versucht. Also das ist, ich kann das nicht. Es ist traumatisierend stecken geblieben. Das ist so, das ist. Ich fange dann auch wieder fast an zu heulen, wenn ich in der Achterbahn sitze. Das ist also, nee, das ist nichts für mich. Das Trauma habe ich nicht bestanden. Das Trauma, das ist. Nee. Oh, da drüben gibt's ein Karussell. Wie sprinte ich denn hier? Ich habe keinen Sprintknopf. Oder weiß nicht, wo er ist. Oh, jetzt bin ich auf dem Karussell. Hui! Juhu! Yay! Karussell fahren. Ich mit dem Großteil meines Körpers in dem Pferdchen, aber naja. Ja, wie sieht das bei mir aus? Bei dir geht's noch, da sieht man wenigstens noch Teile der Beine. Aha. Ja. Oh, okay, wenn ich auf ein Bein mich stelle und dann hier nach draußen gucke, das tut dann doch nicht so gut. Aha. Okay, ich bin, glaube ich, weit unten. Ich bin irgendwie in einem inneren Pferd. Ja. Karussell fahren. Ich fahre noch eine Runde. Karussell fahren. Yippie. Ja, okay. Wird dann doch relativ schnell langweilig. Raus hier. So, gibt's hier noch was zu sehen, oder? Auf dieser Map scheint nicht so. Ah, die Sprint-Taste. Ich habe die Sprint-Taste gefunden. Yay. Da kommt gerade jemand, oder? Nee, das ist das Portal. Ist das Portal. Was ist denn das für ein Portal? Und wo geht es hin? Amusement Park. Amusement Park, V1. Na dann, rein dort. Und ja. Nee. Das funktioniert nicht so richtig. Was? Aha. Oh. Der Prof hat sich verändert. Ich bin Indien. Scheiße. Ich kann das nicht. Ich habe noch ein paar zu wenig Dates bisher, dass du in mir sein darfst. Ja, definitiv. Kugel. Verdammt. Okay, nee, das schaffe ich nicht. Oh, Tassenkarussell. Sehr gut. Ey, Mann, das Tassenkarussell. Oh Gott, es laggt. Ich bin hinter dir. Oder auch nicht. Wie kann ich einsteigen? Verdammt, ich bin mitten drauf. Was? Verdammt. Na komm. Ich stehe direkt neben dir. Ich bin drin. Oha. Tassenfahrt. Ja. Das geht doch. Es wackelt ein bisschen, aber es geht. Es wackelt, aber es funktioniert. Ja. Hübsch. Kann man machen, muss man aber nicht. Hilfe. Der hier, das ist doch hier. So im Endeffekt. Ja. Warte, ich schalt mal an. Kommst du mit dazu? Nö, bringt mir nichts. Mhm. Oh, hallo. Sehe dich da unten. Ich bin oben. Ach du Scheiße. Ach du nein.
Nein. Ich habe Höhenangst. Ja. Hilfe? Ah, Scheiße. Nö, hab keinen Bock mehr. Ich hatte keinen Bock mehr. Bin rausgesprungen. Ja, hab ich gehört. Aus der Höhe bin ich rausgesprungen. Ja. Tja. Ach du Scheiße. Dass es keinen Fall Damage in VR-Chat gibt. Ja, sonst wäre ich jetzt tot. Ihre Tickets die bitte. Die haben mich schon jetzt komplett verschissen. Ihre Tickets bitte. Das sind aber keine gültigen Tickets. Sie dürfen hier nicht rein. Zu spät. Funktioniert das jetzt? Ja, es funktioniert. Ach Gott, nein. Ach Gott. Was zum Henker? Das ist scheiße. Was für schlechte... Au, oh, ich sehe mich selbst. Ah, über Kopf. Okay, ich habe hier was namens Homebox. Das könnte interessant sein. Mal gucken. Homebox. Na, mal. Reine Körperbeherrschung. Jeder andere hätte gekotzt. Ich sehe hier gerade eine ziemlich halt große Box. Leute, die hier... Ja, die Box ist auch 2,23 Megabyte nur groß. Ja. Hier ist so gut wie nichts los. Nur ein großer gerade Glaskasten. Ja. Hinten ist ein Portal. Sollte ja auch sein. Oh, die Spiegelungen hier sind fancy gemacht. Aber wollen wir da hin? Ach, das. Oh ja, können wir machen. Ist das schön? Aha. Aha. Das sieht ja auch sehr idyllisch aus hier. Ja. Wer ist denn das? Hallöchen. Ein anderer Spieler, logischerweise. Okay, okay. Das ist eine gute Idee. I'm gonna restart VR chest and then I can join you, okay? Okay, I did okay. A friend request. Okay. I'm gonna restart VR chest now. Oh. Klingt nach einem Plan. Ja. VR chest. Die Map hat sich ein wenig aufgehängt. Ein kleines bisschen. Diese Map hängt ein bisschen. Bei mir nicht. Bei mir schon. Du hängst auch. Du hast dich auch aufgehängt. Du stotterst ein bisschen. Okay, jetzt hat sich's komplett aufgehängt. Ein Frame-Tier-Show. Entkramt und Mod entstanden.
Okay, mein Laptop kommt hier gerade jetzt mit dieser Map gar nicht zurecht. Irgendwie, ja. Kommt gerade gar nicht drauf klar. Ja. Jetzt habe ich Standbild. Auf ein neues. Yay! Das Deutschens Nagerfeuer, Musik, das Nagerfeuerlied. Bei mir ist VR-Chat abgestürzt und wollte sich dann nicht mal durch Taskmanager beenden lassen. Das war seltsam. Bei mir auch. Bei mir hat es gerade heftige Probleme gegeben. Die letzte Map, die war ein bisschen. Ja, da hat mein Laptop ein bisschen versagt. Bei mir hat es erst angefangen, dass ich plötzlich keine Stimmen mehr hören konnte. Und dann war es plötzlich weg. Ja, die Map ist komplett aufgehängt. Die Map ist komplett eskaliert. Ja gut, bevor es jetzt noch 10-mal abstürzt. Nicht unbedingt die Map, sondern einfach VR-Chat an sich. Ja. Gut, bevor es jetzt nochmal eskaliert, bevor ich jetzt hier nochmal einen Neustart machen muss. Gut. Beenden wir die Aufnahme hier, oder was? Dabben. Beenden wir die Aufnahme, oder? Sitzen wir uns nochmal kurz ans Lagerfeuer. Und singen das Lagerfeuerlied. Ich laufe durch das Lagerfeuer durch. Ich bin gerade im Stuhl. Bin ich sowieso. In Full Body funktioniert es nicht so gut, sich mit hinsetzen, nur im Spiel. Gut, na dann. Ihr wisst, was ihr zu tun habt. Das ganze Gedönse. Das mit den Däumchen und das mit dem Abonnieren und das mit dem Glocke aktivieren und so weiter. Ja. Ich würde jetzt sagen, schaut beim Prof vorbei, aber ja. Da ist noch nichts zu sehen. Da ist noch nichts zu sehen. Nach wie vor nicht. Na denn. Habt da ein paar schöne Tage, bleibt gesund und ja, man hört sich. Cheerio! Oh.